dafür bewerben, das Anmeldeformular selbst ausdrucken, für welche Schulform man sich jetzt entscheidet. Ja, jetzt bin ich in so einer Art Wirtschaftsschulform, in der Berufsschule. Falls jemand die zweijährige Berufsschule kennt, ich habe wirklich eine Menge Fehler gemacht vorher. Eine Menge. Man kann nicht sagen, dass ich wirklich von Anfang der Grundschule gerafft habe, was eigentlich da gemacht wird. Man kann nicht sagen, dass ich nicht vorher ein wirklich Scheiß-Schüler war für die Lehrer. Ich selber konnte es nicht fassen, als ich da wirklich mal auf mein Leben zurückblickte und da erkannte, Scheiße, ich muss wirklich mal was tun. Sonst lande ich da noch irgendwo auf der Gosse. Tja, jetzt habe ich mich zum Glück gerettet. Zum Glück. Sonst wäre ich wirklich versifft da. In meiner alten, meiner Traumwelt da. Wäre ich wirklich versifft. Denn, ehrlich, ohne Schulbildung kommst du hier in Deutschland nicht weiter. Oder sonst in irgendeinem Land kommt man einfach nicht weiter. Man braucht eine Schulbildung. Man braucht sie wirklich. Ich habe das noch früh genug erkannt, bevor es zu spät war, denn auf Abendschulen habe ich keinen Bock. Und ja, so. Aber ich bin dann jetzt in der zweijährigen Berufsschule Wirtschaftsverwaltung, habe mir gleich das Schwerste ausgesucht. Ja, hat man mir zumindest gesagt, dass es das Schwerste war. Von dem allen Sachen, die Mathematikklasse auszusuchen, du kleiner Stift. Ja. Ich find's eigentlich gar nicht so schwer, die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist sogar easy. 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 Es ist easy. Man versteht das ganz schnell. Wir sind da vielleicht nicht so weit. Warte mal, ich glaube, dass... wir sind, glaube ich, bei den Erfolgskonten so in der Richtung schon. Ja, wir sind bei den Erfolgskonten schon. Ja, ich glaube nicht, dass wir die Rat der Schnellste sind. Wir lernen ja... Wir müssen ja den Stoff einfach... Wir haben ja länger Zeit, als die auszubilden, die Wirtschaft wirklich zur Ausbildung genommen haben. Haben wir länger Zeit als die. Wir haben 2 Jahre. Und wir könnten uns 1 Jahr sogar beglaubigen lassen, also 1 Jahr davon nicht machen, weil mit unseren 2 Jahren könnten wir um 1 Jahr verkürzen. Könnten. Das wäre möglich, dass wir um 1 ganzes Jahr verkürzen und... Mann. Wir wären immer noch später fertig als die Auszubildenden. Also die Azubis, die dieses Jahr machen. Naja. Aber trotzdem, 1 Jahr könnten wir verkürzen. 1 ganzes Jahr. In der Wirtschaftsklasse. Aber Wirtschaft ist wirklich kein schweres Fach. Man muss da nur ein bisschen rechnen. Wie komme ich da auf nur ein bisschen? Also, man muss schon rechnen. Man muss viel rechnen. Wirtschaft, klar, man muss viel rechnen. Man muss die Börsenkurse berechnen können, natürlich. So. Natürlich muss man das können. Man muss Zinsen ausrechnen können, man muss die Formeln können, man muss Wenn-Sätze können. All das muss man können. Wieso? Obwohl, bei der Wenn-Funktion, da komme ich wirklich etwas ins Schwanken. Das ist nicht gerade so leicht, wie es aussieht bei den Lehrern. Macht das hier. Hey, Excel-Arbeit, wenn das, okay, ja. Ich muss mal zahlen, keine Anführungsstriche machen. Da. Einfach das Logische. Das ist logisch. Das ist unlogisch. Meine Güte. Okay, also, das war eigentlich vor ein paar Wochen so, vor den Osterferien, dass ich da ins Verzweifeln kam, aber jetzt geht's eigentlich. Easy peasy. Wenn-Funktion war vielleicht das Schwerste in diesem Jahr. Die Wenn-Funktion, das Schwerste, was ich jemals wirklich kennengelernt habe. Eine Wenn-Funktion zu machen. Naja, aber jetzt finde ich es eigentlich ganz leicht und jeder kann es eigentlich hinkriegen. Der Rest, ich fand es nicht schwer. Als da, ach, stell mal die Bilanz auf, ach, stell mal ein Inventar,
Erstellt man das, erstellt man das. Das ist ganz leicht. Man kommt da ganz leicht rein. Aktiver, passiver und sowas. Da kommt man wirklich leicht rein. Man braucht da nicht Stunden und Stunden, wie einige meine Klassenkameraden behaupten, es zu brauchen. Ich kann es nicht verstehen, die Stunden brauchen, um eine Bilanz aufzustellen. Die ist eigentlich in 5 Sekunden fertig. Hier ein T-Konto erstellen. Hier aktiver, passiver Eröffnungsbilanz. Gut, das da. Das schreibst du das da. Das schreibst du das da. Und dann schreibst du einfach nochmal ein paar Buchungssätze. Schreibst du ein paar Buchungssätze, richtig. Das an das. Und dann soll haben bla bla bla, teilst die Konten, so ungefähr, teilst die Konten, machst eine Schlussbilanz, bist fertig, zeigst dem Lehrer, fertig. Irgendwann hast du es auch drauf. Irgendwann. In der Vergangenheit hatte ich's mal, vor den Sommerferien, konnte ich die Wenn-Funktion. Vor den Sommerferien, kann man das glauben? Ich hab sie immer noch. Und ich hab 2 Wochen gar nichts dafür getan. Leute, das ist nicht schwer. Das kriegt man in 5 Sekunden hin. Und ist. Und dann ist man auch fertig. Ehrlich. Ich hab da kaum Probleme damit gehabt. Klar, jeder lernt anders, aber das geht, glaube ich, schon mehr als ein halbes Jahr so. Mehr als ein halbes Jahr. Für ein T-Konto. Für so ein Pipi-Kram braucht man mehr als ein halbes Jahr, um es zu verstehen. Mehr als ein halbes Jahr. Das konnte ich einfach nicht verstehen. Verstehe ich bis heute nicht. Einige verstehen bis heute nicht, wie man ein T-Konto erstellt. Einige verstehen bis heute nicht, wo die aktive Seite ist und wo die passive Seite ist. Oder was als erstes kommt, was als erstes aufgestellt wird, was die Liquidität ist, was das ist, was das ist. Ich bin verzweifelt für meine Klasse. Ich bin so verzweifelt. Bitte, alle Leute, die Wirtschaft kennen, kennen das auch. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr die verdammte Wenn-Funktion, bis ihr es in der Buchhaltung hingekriegt habt, bis ihr das geschafft habt, überhaupt ein T-Konto zu erstellen. Ich denke, schon am ersten Tag könnte man das hinkriegen. Das fließt gerade darunter. Am ersten Tag habe ich das schon hingekriegt, all das Zeug. Weil die Lehrerin uns das gleich schon erzählt hat, okay, so funktioniert's, so mache ich's, fertig. Aber mehr als ein halbes Jahr würde ich nicht darauf verschwenden. Die hat auch beinahe kaum Lust mehr, den Leuten das ständig zu erklären. Ständig wird's erklärt. Oh Mann. Das geht doch langsam auf den Sack. Wenn Schüler einfach nicht aufpassen. Beziehungsweise, keine Ahnung. Widerrufsrecht musste man den Leuten auch ein paar zweimal vertickern, bis die es verstanden haben. Bis die es verstanden haben. Haustürgeschäfte, was ist das? Das hatte ich sogar, bevor ich Wirtschaft hatte. Das habe ich schon in der ersten Stunde kapiert. Verteilt man uns das? Oh Mann, ja. Okay, das Neue war für mich, das muss alles aufgestellt werden. Wann das Widerrufsrecht gilt und so weiter. Wusste ich auch jetzt noch nicht genau, aber eine Stunde, beziehungsweise eine Doppelstunde. Ist ja klar, Schule immer meistens Doppelstunde, nicht eine Stunde. Ach, eieiei. Ist doch so. So, ich finde das unglaublich, wenn man das nicht versteht. Versteh es doch einfach. Versteh es einfach. Ist doch leichter als. Ist doch leichter als höhere Mathematik für euch, bestimmt. Denn. Wenn man zum Beispiel so eine Formel wie. Keine Ahnung. C gleich K mal P mal CJ da durch 100, dann weiß man genau, da müssen Zinsen gerechnet werden. Ach.
Do you understand it, what ich hier sage? Dann schön. Dann lass ich mal meinen Senf über Mitschüler aus hier. Denn manchmal nervt es mich eben, wenn die behaupten, der Lehrer hätte ihnen das nicht gesagt und die doch, die schauen einfach gerne mal nach hinten. Ach, da ist es viel interessanter hier. Ja, ich kann hier viel besser lernen, hier hinten. Ich rede auch mit meinen Mitschülern, sie erklären mir auch gerne Beauty-Tipps. Die geben immer wunderschöne Beauty-Tipps. Immer wunderschöne Beauty-Tipps. Und langsam reicht es mir auch hier, das nervt mich. Oh, meine, halte ich schon. So. So, aber es reicht. Oh, das reicht einfach. Und ich mache Schluss für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Und vielen Dank, dass ihr meinen Scheiß hier mitgehört habt. Hier sind meine Wachen. Falls ihr sie, meine Bros hier kennt, meine Wachen. Hey Leute, wie geht's so? Grave Dunton, Grave, oh nope, sind alle hier versammelt und wir gehen jetzt. Ciao!